Hi Leute, wir machen heute unsere eigene Homepage auf dem Webspace mit Joomla 3.1. Wie ihr seht, bin ich bereits dabei, die Daten hochzuladen, weil das dauert immer ein bisschen. Es sind schließlich fast 5000 Dateien. Während das hochlädt, zeige ich euch, wie das Ganze so funktioniert. Und zwar, wir benötigen als erstes mal einen Webspace. Ich habe mich da jetzt da für das Video bei BigBlazed angemeldet. Da bekommt man den Webspace und die Datenbanken, die man dafür braucht. Eine FTP-Verwaltung. Um das jetzt halbwegs schnell durchzuziehen, haben wir hier schon mal den FTP-Server. Den brauchen wir dann für FileZilla. Das ist das Programm, mit dem wir das hochladen auf dem Webspace, den Benutzernamen und das Passwort, mit dem wir diesen Account bei BigBlazed erstellt haben. Dann geht es weiter zu der MySQL-Datenbank, die da im Moment fehlen, das ist eine alte, von einem alten Video. So, es sind von Haus aus, glaube ich, gar keine installiert. Also 0 von 8. Dann hat man hier unten eine Datenbank, kann man hier unten eine Datenbank erzeugen. Der Datenbankname ist bereits vordefiniert, das kann man bei BigBlazed, bei dem kostenlosen Anbieter nicht ändern. Und vergibt ein Passwort. Und sagt Datenbank erstellen. Jetzt haben wir die Datenbank mit diesem Namen hier, dwg-test-server. Benutzername ist ebenfalls dwg-test-server und wir haben eine MySQL-Datenbank erstellt. Wir brauchen natürlich auch für die Installation ein Joomla-Package auf www.joomla.org. Das ist die Homepage von Joomla. Geht man auf Download, kommt hierher, kann hier das Joomla-Package runterladen. Man bekommt dann ein ZIP-File. Mal gucken. Hier ist es. Man bekommt ein ZIP-File und zwar dieses hier. Das entpackt man. Ich habe es jetzt im selben Ordner entpackt, aber das ist egal wohin. Und das sind die Dateien, die ich gerade eben auf dem Webspace hochlade. Wie funktioniert das? Wie schon erwähnt, verwende ich dafür FileZilla. Nee, jetzt nicht noch Updates suchen. Leute, die mit FileZilla schon gearbeitet haben, kennen das. Auf der linken Seite ist der lokale PC. Auf der rechten Seite ist der Webspace. Hier unten hat man nur eine kleine Statusanzeige, wie viele Dateien müssen noch hochgeladen werden, wie viele sind schon erfolgreich übertragen und in der Mitte stehen die fehlgeschlagenen Übertragungen. Sollte hier nach dem Upload was drinstehen, einfach mit rechter Maustaste drauf alle Dateien zurücksetzen und wieder zur Warteschlange hinzufügen. Dann lädt er die automatisch wieder hoch. Das macht so lange, bis hier drinnen nichts mehr ist. Ja, was noch? Ja, warum mache ich eigentlich die Tutorial-Reihe? Ich bin vom einem Gaming-Clan von den Daddies with Guns und wir machen gerade unsere Homepage neu. Wir waren vorher schon auf Joomla, heute Joomla 1, 5 und 6 in die Richtung. Und es wird Zeit, das endlich abzudaten auf Joomla 3.1. Und da haben wir uns heute dazu entschlossen, wirklich wieder bei Null anzufangen, alles neu zu installieren und zu integrieren. Ja. BigBlazed habe ich euch gezeigt. Ja, was ebenfalls noch wichtig ist, wo liegt eigentlich die Datenbank, die wir erstellt haben? Wir haben ja gerade eine MySQL-Datenbank erstellt mit dem Namen dwg-test-server und dem Benutzernamen dwg-test-server. Wo liegt die? Und zwar bei BigBlazed liegt die lokal auf dem Server, also der Ort ist localhost. Bei Strato und manchen anderen Anbietern sind die Datenbanken ausgelagert auf
andere Server. Da müsst ihr halt dann nachgucken, wie der Link zu den Datenbanken ist. So, schauen wir mal, wie weit FileZilla jetzt mittlerweile ist. Okay, dann pausiere ich jetzt mal kurz das Video und kurz bevor ich fertig bin mit dem Upload, geht's weiter. So, jetzt sind wir fast am Ende. 5000 Dateien sind fast fertig hochgeladen. Perfekt. Fehlgeschlagene, keine einzige. Sehr schön, dann können wir jetzt mit der Installation anfangen. Dafür verwende ich immer Firefox, weil mit meinem Chrome-Browser gibt es da öfters mal Probleme. Wir rufen unsere Seite auf und kommen sofort zur Installation, die aus drei Schritten besteht. Erstens die Konfiguration. Dann habe ich hier schon stehen, den Namen der Webseite, der oben angezeigt werden soll. Dann kann ich für Suchmaschinen hier ein bisschen Beschreibung reinsetzen. Dann muss ich meine E-Mail-Adresse vergeben. So. Die E-Mail-Adresse bei Admin, bitte nicht Admin verwenden oder sonst irgendwas Lustiges, sondern einen anderen Namen. Sonst brauchen Hacker nur noch das Passwort herausfinden. Damit habt ihr es einer leichter gemacht. Admin-Passwort. Nehmt bitte was Sicheres. Dann das Admin-Passwort wiederholen. Soll die Webseite nach der Installation offline sein? Ja, nein. Bei mir ist jetzt nein, weil ich ja gleich sehen, was ich installiert habe. Weiter. Dann die Datenbank eintragen. Ist ebenfalls ganz einfach. MySQL halt in diesem Fall auswählen, weil ja bei MySQL Datenbank, wie wir schon festgestellt haben, liegt hier auf dem Localhost. Der Benutzername ist dbg-testserver. Jetzt kann ich mir an das Passwort nicht erinnern. Intelligent. Die entfernen. Die Datenbank und stehen die neue. Erstellen wir eine neue Datenbank. Das Passwort dann eingeben. So, ein Telefonanruf später geht's weiter. Also, Passwort eingeben. Das Tabellenpräfix wird frei gewählt und dort verändern wir nichts. Und die alte Datenbanktabellen dann mal löschen, falls Tabellen drinnen wären, aber wir haben sie sowieso neu angelegt. Nächster Schritt. Beispieldaten installieren. In meinem Fall sage ich jetzt keine. Für jeder, der es zum ersten Mal Joomla installiert, ist sicher hilfreich, irgendwas zu installieren. Konfigurationsdatei an die E-Mail senden, ja. Passwörter in die E-Mail einschließen, ja. Dann haben wir dann nochmal die Konfigurationenübersicht von der Installation, hier von der Datenbank. Hier haben wir eine Installationsprüfung, obwohl das passt mit dem Webspace. Und die empfohlenen Einstellungen sehen wir hier. Fehleranzeigen ist an, das ist gut so. Und so ganz einfach installieren. Nach der Installation ist ganz wichtig, müssen wir das in den Installationsordner löschen. Joomla bietet uns an, das gleich hier über die Oberfläche zu machen. Das machen wir. So, da weiter geht's. Installationsverzeichnis ist jetzt gelöscht. Wir nehmen FileZilla, aktualisieren die Ansicht und sehen jetzt, dass hier kein Installationsordner mehr liegt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, aufs Frontend, also unsere Webseite zu joinen. Machen wir. Oder ins Backend, ja, auf die Admin-Oberfläche. So, so schaut jetzt momentan unsere Homepage aus.
bisschen spartanisch, aber das wird sich noch ändern. Admin-Oberfläche ist hier. Speichert euch die Links ab oder merkt euch, dass man hinten noch ein Slash Administrator einfügen muss, um sich hier anmelden zu können. Das war schon die ganze Installation. Jetzt zeige ich dann in den weiteren Videos, wie man Templates installiert, ein Forum installiert und so weiter. Schaut hier. Das nächste Tutorial wird sein, wie man X-Cloner installiert und wie man Backups erstellt vom Webspace, das ist ganz wichtig. Dann zeige ich, wie man das EasyBook Reloaded, das ist ein Gästebuch, installiert. Konena, das ist ein Forum. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf unserer Seite vorbeikommen. Da sind wir dwg-fangland.de. Wie gesagt, wir sind die Daddy Swiss Guns und da könnt ihr halt verfolgen, wie sich die Seite verändern wird. An der Grafik, an der Oberfläche ist noch nichts gemacht. Das kommt dann ganz am Schluss, wenn wir alles installiert haben, wenn alles funktioniert. Klickt es euch durch, schaut es euch an und postet, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unter dem Video einfach einen Kommentar. Und natürlich würden wir uns ebenfalls über ein Like oder sogar ein Abonnement von dem Kanal freuen. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was. Bis dann.